Meine Damen und Herren, gehen Sie jetzt mit mir in eine Reise auf die Gehen Sie mit mir. Und liebe Jury, ich hoffe, ihr habt den richtigen Hunger mitgebracht. Ja, es hat heute auch schon sehr viel geregnet und deshalb sind wir gerne da. Weil es geregnet hat, seid ihr heute da? Ja. Das ist doch auch meine Argumentation. Jetzt weiß ich endlich, warum ich auch hier bin, weil wenn es regnet, ja, dann kann man nur im Studio stehen. Heute Morgen in Berlin bei einem Nachrichtensender. Für die Sicherheit des Bahnnetzes bereitstellen. Das ist ein Überfall. So, ich möchte eine Stellungnahme von der Deutschen Telekom AG. Wir hatten berichtet, vielleicht könnte die Kamera bitte einmal zu mir. Es tut mir leid, dass ich die Sendung unterbreche. Das mache ich echt ungerne. Die Kamera einmal zu mir, bitte. Mhm. Die Kamera bitte einmal zu mir. Die Kamera folgt dem Mann. Wer mit der Kamera? Seine Waffe ist nicht geladen, seine Forderungen sind wirr und der Redakteur im Studio muss durchhalten. Erneut rechtsradikale Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern. Ein 25-jähriger Asylbewerber. Hallo Christoph, hören Sie nicht? Die Leitung ist wohl im Moment doch nicht zustande gekommen. Ist immer scheiße, wenn du das jetzt. Wir versuchen es später noch einmal mit Christoph Sagorner über diesen Anschlag zu sprechen. Gegen den Finanzausgleich hatten Hessen, Baden-Württemberg und Bayern geklagt, Verzeihen Sie, meine Damen und Herren, da ist offensichtlich etwas schiefgelaufen mit diesem Beitrag. Ich glaube, er wurde live gesprochen und Sie haben das Ergebnis ja eben selber mitbekommen. Jetzt hat ja die Richterin Salisch dir eine Lebensweisheit mit auf den Weg gegeben. Sie hat gesagt, erst zuhören, dann verstehen. Kannst du mir was anfangen? Ich habe jetzt gar nicht zugehört. Das kann sich die Polizei in Amerika bald ganz sparen. Genau, ganz sparen, können Sie das? Also hat sie recht, denn die dortigen... Ich hatte jetzt auch einen Hassblatt gleich. Wunderbar. Der Sauerstoffdruck kann im Blut abfallen während der Nacht. Und es ist sogar denkbar, dass möglicherweise jemand, der vorgeschädigte Herzarterien hat, dass der zum Beispiel auch... Und unsere zweite Superzahl ist die 1. Das ist die 7. Ist die 7. Entschuldigung, es ist die 7. Und beim Spiel Super 6 wurden folgende Zahlen so. 0, 7, 7, 0, 7, 3. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr heute ganz besonders. Ja. Ach, nee. Zahlen, ja. Also. Bei Ihnen gelaufen? Ja, also ich habe 2,6 Promille. Ja, aber man sieht es Ihnen auch ein bisschen an. Sie haben aber wirklich nur Alkohol getrunken und sich nicht auf irgendwelche Promilleblocker verlassen. Nein, das habe ich meinem Bruder überlassen. Die Geschichte ist sogar noch mit einer drolligen Pointe. Dürfen Sie sprechen mit mir? Nein, ich darf jetzt. Da hat die Sekretärin aus Paris angerufen bei einem Reisebüro in Deutschland und hat gesagt, habt ihr ein ganz dreckiges, mieses, staubiges Nest? Da hat die sofort gesagt, war eine Eikel. Das ist der Text. Köstlich. So, wir gucken uns jetzt Reisen nach Steinkirchen an, bitte. Sabine Pohler, jetzt war im alten Land. Nein, ich bin ja so aufgeregt. Ich muss... Ich kann lachen wie der Ernie. Der aus der Sesamstraße? Mhm. Mach mal. Naja, das sind die Themen von heute. Glas Wasser, bitte. Und das war mein Halsbonbon, jetzt ist es ganz unten. Und ich möchte den NDR auffordern, wirklich, nee, das meine ich jetzt ganz ernst, dieser charmanten, ausdrucksvollen, begabten, witzigen, intelligenten Frau endlich mal die wohlverdiente Samstagabendshow zu geben. Nee, ehrlich, ja. Frau Dietjen, wenn es einer kann, dann Sie. Ich meine das ernst. Ich freue mich sehr, sehr, Herr Kerkeling, über dieses Kompliment. Ich hoffe, es haben die richtigen... Herr Klug. Herr Kerkeling, jetzt ist gut. Es darf nicht zu dick aufgetragen sein. Das muss ja nicht beim NDR sein. Es kann ja auch bei Sat.1 sein. Weiß man. Ich weiß nicht, haben Sie schon eine Meinung gebildet zum... Moment. Ist das der neue Stil in diesem Jahr? Es wird gelacht, wenn sich ein Mensch verspricht.
Sind wir wieder so weit in Deutschland? Ja! Wir sind schon da. Wir senden das jetzt gerade. Fürchte ich. Ja. Ja. Hey, du bist dran. Mach schon, blöde Kuh. Mach mich nicht an, Pappnase, und schon gar nicht von der Seite, ne? Ist jetzt wieder gut? Mach jetzt los, Moderation zum Schnecke. Ruhe auf den billigen Plätzen da oben. Ansagerin. Das spare ich mir jetzt. И снятся на фоне морской волны с подругой из свинежины. Одной рукой обняв ее, другой обняв штурвал. Ich weiß, dass ich über meine Schwester rausgeschmissen, aber meine Schwester hat mich. Ich weiß, dass ich über meine Eltern gelästert habe. Also, und deine Schwester. Jetzt halt mich mal jetzt rede ich. Nein, jetzt rede ich. Ich. Von wegen, meine Damen und Herren, wenn hier jemand redet, dann bin ich es. Ah, ah, ja, ja. Ah. 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 Ah, ist er schon da? Ja. Ich dachte, du, ja, Entschuldigung. Hallo, Nesri, noch mal hier. Ist er schon da? Ja, das lag wieder an der Pflanze. Es geht schon wieder los. Uli, es ist an der Zeit, glaube ich, deine Hand ist schon in der Tasche. Ja, ich wollte dir nur sagen, die Uhr, die du mir kaputt gemacht hast, ne, die habe ich neu gekauft. Ist nicht wahr. Und, toll. Nadine, probiert jetzt auf jeden Fall hier mal den Konkurrenzwettbewerb. Holla Hossa. Einfach nur helles Blau. Es tut gut nach diesem scheppernden Chaos, gell? Einfach nur helles Blau. Die Farbe, die entspannt. Zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Es ist vorsichtig, Vorsicht, es ist Glattgefahr, Glatteisgefahr. Deswegen haben wir uns entschieden, unsere neuen Vorschläge für die Rubrik Momente des Sportjahrhunderts unter die Überschrift Live-Reportagen zu stellen. Und das ist unser Angebot. Alles ist hier Kacke.